was für ein Spiel Hogwarts Legacy ist, wann es rauskommt, wieso es so stark gehypt wird und noch vieles mehr erfahrt ihr jetzt hier in diesem Video. Hogwarts Legacy ist ein Open-World-Action-Rollenspiel, das von dem relativ bekannten Entwicklerstudio Avalanche Software entwickelt wird. Es ist deren bis dato größtes Spiel. Neben Hogwarts Legacy hat das seit 2017 zu Warner Bros. Gehörende Entwicklerstudio außerdem bekannte Spiele wie Disney Infinity entwickelt, sowie die Spiele zu den Filmen Cars 2 und Cars 3. Hogwarts Legacy wurde am 16. September 2020 offiziell im Rahmen der PlayStation 5 Showcase angekündigt. Jedoch wurden schon zwei Jahre davor, also 2018, ein circa einminütiges Video mit Gameplay-Material geleakt. Das Game spielt jedoch nicht, wie man hätte denken können, zur Zeit der späten 90er, sondern schafft sich seinen ganz eigenen Platz circa 100 Jahre bevor Harry Potter das erste Mal Hogwarts betrat. Das somit im späten 18. Jahrhundert spielende Hogwarts Legacy spielt nun vielleicht am selben Ort wie in den Filmen, doch es herrschen ganz andere Gegebenheiten. So seid ihr, der Spieler, ein 16-jähriger Fünftklässler, der ungewöhnlicherweise die Schule auch zum ersten Mal betritt. Ihr müsst also in eurem Playthrough an der Schule für Hexerei und Zauberei den gesamten Stoff der letzten 4 Jahre nachholen. Doch keine Sorge, denn wie ungewöhnlich diese Tatsache auch scheint, genauso ungewöhnlich begabt scheint ihr auch in der Kunst des Zauberns zu sein. Doch wieso ihr so spät an die Schule gekommen seid und wieso ihr so stark seid? Nun ja, dazu wurde noch keine Antwort gegeben und ich schätze, dass man das früher oder später selbst herausfinden muss. Hogwarts Legacy soll noch, so wie auf der letzten Sony State of Play am 17. März bekannt gegeben, dieses Jahr zur Weihnachtszeit bzw. im 4. Quartal 2022 auf dem PC, der PlayStation 5, der Xbox Series XS und sogar auf der Nintendo Switch released werden. Aufgrund dieser Voraussetzungen erfährt das Spiel eine gigantisch erscheinende Menge an Bekanntheit und Aufmerksamkeit, was vor allem Warner Brothers gefallen dürfte, welche große Investitionen und somit große Erwartungen in das Entwicklerteam gesteckt haben. Denn so etwas, wie es hier im Spiel gezeigt wird, hat es noch nie gegeben. Noch nie war es möglich, sich komplett frei in einer sich dynamisch ändernden Wizarding World, die nicht nur Hogwarts in sich birgt, sondern noch die weiten Ländereien um sich, zu bewegen und sogar an dieser traumhaften Schule richtigen Zauberunterricht zu nehmen. Was für einen Potter wie ein feuchter Traum klingt, könnte dieses Jahr schon Wirklichkeit werden. Und da ihr jetzt hoffentlich kapiert habt, worum es bei Hogwarts Legacy geht und wieso es so gehypt wird, werde ich nun versuchen, ein bisschen tiefer ins Detail zu gehen. Nach dem Reveal-Trailer 2020 herrschte pandemiebedingt lange Zeit totale Ruhe, was Hogwarts Legacy betraf. Erst 2 Jahre später, am 17. März 2022, deckte Avalanche das große Mysterium, zumindest zum Teil, über das Spiel, welches sie schon so lange entwickelt hatten, auf. In einem 15 Minuten langen Gameplay-Video erklärten sie, wie das Spiel funktionierte und erläuterten verschiedenste Features. Am Anfang des Spiels wird man die Möglichkeit haben, seinen Spielcharakter so anzupassen, wie man mag. Man kann hierbei komplett frei entscheiden, wie der Spieler aussehen soll, welches Geschlecht er oder sie haben will und noch so vieles mehr. Danach kann man dann aussuchen, in welchem Haus man seine Schullaufbahn bestreiten möchte. Soll es Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw oder doch lieber Hufflepuff sein? Nun ja, diese Entscheidung obliegt ganz euch. Doch aufgepasst. Schon da entscheidet ihr über eure gesamte Zukunft, da die Wahl eures Hauses große Unterschiede haben wird. Eine weitere Besonderheit ist, dass neben den aus den Filmen bekannten Häusern Gryffindor, Slytherin und Ravenclaw auch Hufflepuff endlich einen eigenen Gemeinschaftsraum bekommt. Den hatten sie zwar schon immer, auch in den Filmen, doch dieser wurde als einziger von den 4 niemals gezeigt, sodass Hufflepuff-Fans, zu denen ich mich größtenteils zähle, sich ihren Gemeinschaftsraum nur vorstellen, aber nie richtig sehen konnten. Doch damit ist jetzt Schluss. Nun gibt es ihn ja in Hogwarts Legacy. Als Schüler in Hogwarts werdet ihr offensichtlicherweise auch richtige Unterrichtsstunden, wie zum Beispiel Zauberkunst, Kräuterkunde und Verteidigung gegen die dunklen Künste nehmen. Dort lernt ihr, wie auch in den Gemeinschaftsräumen, neue Freunde kennen. Außerdem lernt ihr in jeder Stunde neue Zaubersprüche oder wie man bestimmte Tränke brauen kann. Zwischen den Unterrichtsstunden könnt ihr außerdem frei in Hogwarts herumlaufen und es erkunden. Dort werdet ihr verschiedene Puzzles und Dungeons vorfinden, für die ihr verschiedene Zaubertricks beherrschen müsst, an deren Ende aber immer große Belohnungen warten. Außerdem habt ihr die Chance, verschiedenste Orte aus dem Potterverse, wie zum Beispiel der Hufflepuff-Gemeinschaftsraum, die Küche von Hogwarts oder auch das Bad der Vertrauensschüler zu erkunden, die noch nie auf der Leinwand gezeigt wurden. Da Hogwarts Legacy im 18. Jahrhundert spielt, sind die meisten aus den Harry Potter Büchern bekannten Lehrer noch gar nicht geboren, weswegen ihr auf hauptsächlich komplett neue bzw. alte Personen treffen werdet. Doch auch wenn die meisten Personen euch unbekannt sein werden, wird es trotzdessen ein paar bekannte Gesichter geben, wie zum Beispiel das des fast kopflosen Nix.
Außerhalb des Schulunterrichts werdet ihr sicherlich keine Langeweile verspüren, da es verschiedenste Nebenquests, Aufgaben und Puzzles geben wird, die euch helfen werden, den verpassten Unterrichtsstoff der letzten 4 Jahre aufzuholen. Noch nie hat Nachsitzen so einen Spaß gemacht. Doch falls ihr euch jetzt denkt, ich habe schon genug Schule, da habe ich keinen Bock auf so einen langweiligen Schulalltag, dann kann ich euch sagen, dass ihr da ganz bald verstummen werdet. Denn neben eurem Schulalltag werden noch ganz viele andere Sachen passieren, welche zum Teil nicht so ungefährlich sein werden wie das, was ihr in der Schule lernt. So wird euch irgendwann Professor Fick mit zu einer Reise nehmen, zu der er euch wegen eurer magischen Begabung auserkoren hat. Denn auch 100 Jahre vor Voldemorts Taten gibt es trotzdem Stress in der Welt der Zauberer. Die Frage wäre eher, wann haben die mal keinen Stress? Auf jeden Fall ist die Sache ernst zu nehmen, denn es wird todgefährlich. Denn eine Trollrebellion scheint sich im Untergrund zusammenzurotten, welche dem Anschein nach auch mit dunklen Zauberern in Verbindung steht. Im Zusammenhang damit geht es weiter mit dem Kampfsystem. Aufgrund eurer uralten magischen Begabung könnt ihr verschiedenste Attacken, von denen es immer mehr geben wird, je mehr ihr eben lernt, auf eure Gegner niederschmettern lassen. Doch könnt ihr nicht nur angreifen, sondern habt auch die Möglichkeit, Angriffe, die auf euch gerichtet sind, mit eurem Zauberstab zu parieren. Und trotz dessen, dass man im Spiel eigentlich ein guter Zauberer sein soll, wurde auch gezeigt, dass man zumindest einen unverzeihlichen Fluch, den Avada Kedavra, ausführen kann. Nur wie man den lernt und ob man danach verhaftet wird, das wurde noch nicht bekannt gegeben. Um euch richtig auf eure Kämpfe oder sonstige Missionen vorzubereiten, steht euch der Raum der Wünsche als Homebase zur Verfügung. Dort könnt ihr jeglichen erlernten Trank brauen, Pflanzen anpflanzen und sogar, wie es scheint, Kleidung nähen. Auch im Raum der Wünsche existierend gibt es ein Gewächshaus, in dem ihr eine große Welt vorfinden werdet, in der ihr eure magischen Geschöpfe und jeglichen anderen Kram verstauen könnt. Dieser ist absolut frei kustomisierbar und sieht schon im Trailer nach einer wahren Augenweide und einem gigantischen Baukasten für Schönbauer aus. Außerhalb von Hogwarts könnt ihr außerdem auch in Hogsmeade einkaufen gehen, in der ihr neue Klamotten, Tränke und noch so vieles mehr kaufen und entdecken könnt. Doch das alles schafft ihr natürlich nicht komplett alleine. Auf eurem Weg durch die Zauberwelt werdet ihr auf viele verschiedenste Leute treffen, von denen einige zu euren engen Freunden werden. Meiner Meinung nach könnte Avalanche hiermit tiefe Charakter schaffen, die dem Spiel wirkliche Immersion verleihen könnten. Neben den eben genannten Aktivitäten, die ihr in und um Hogwarts tätigen könnt, ist auch der technische Aspekt atemberaubend. Zum einen gibt es den dynamischen Tag- und Nachtzyklus, einen Jahreszeitenzyklus mit allen 4 Jahreszeiten und eine an sich dynamische Weltgestaltung mit wandernden Händlern, Händlerständen und so viel mehr. Das heißt, ihr könnt nicht nur absolut genialen Tätigkeiten nachgehen, sondern könnt diese in einer Welt vollführen, der keiner das Wasser halten kann, da sie so voller Dynamik und Schönheit trotzt. Nun, nach all dem, was ich euch nun erzählt habe, geht die Frage jetzt an euch. Was ist eure Meinung zu dem Spiel? Freut ihr euch auch so doll wie ich? Oder seid ihr eher kritisch gegenüber Hogwarts Legacy? Was habt ihr für Fragen und was werdet ihr als erstes machen, wenn ihr das Spiel anfangt zu spielen? Schreibt das bitte in die Kommentare. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Like und Abo freuen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und damit verabschiede ich mich erstmal. Tschüssi!